HSV, was geht ab? An diesem Mittwoch, dem 28. Oktober 2020, einem ja mal wieder historischen Tag, weil in Berlin gerade große Verkündungen vonstatten gehen, die natürlich die Spannung auf sich gezogen haben. Aber parallel dazu findet natürlich auch das normale Leben noch statt. Und das findet beim HSV auch statt. Und wir berichten euch natürlich wie immer in diesem Format hier einmal kompakt über alles, was sich dort aktuell beim HSV zuspielt. Unter anderem ging es natürlich auch um diese Entscheidung in Berlin, denn bis zum Schluss musste gezittert werden oder muss vielleicht sogar noch gezittert werden, ob am Freitag beim Derby, beim 104. Stadtderby des HSV gegen den FC St. Pauli überhaupt Zuschauer zugelassen werden. Zuletzt waren es ja immerhin 1000 Zuschauer, die nach besten Kräften ihre Mannschaft im Volksparkstadion unterstützen durften. Sie wurden ausgelost. Auch diesmal wurde wieder ein Losverfahren in Kraft gesetzt. Allerdings ist noch nicht ganz sicher, dass diese 1000 Zuschauer auch wirklich ins Stadion dürfen. Es gibt Bundesligisten, die schon darauf verzichten. Und die Morgenpost hat sich diesem Thema heute nochmal angenommen, hat das Thema nochmal auf den Tisch geworfen. Wir haben es beim HSV nachgefragt, auch natürlich bei der Pressekonferenz. Und es gab bisher noch keine endgültige Antwort. Abgesehen davon ist allerdings klar, und das hat der Kicker dann heute auch gleich einmal aufgegriffen, dass der Profisport im November unter Ausschluss von Zuschauern stattfindet. Also, das heißt, dieser Spieltag, er ist ja noch in der zweiten und in der dritten Liga zum Teil am Freitag und Sonntag beginnend, wird noch einmal mit Zuschauern bespielt, wird gespielt mit Zuschauern. Danach allerdings im November, ab dem 1. November, soll es tatsächlich wieder zu einem kompletten Ausschluss, also zu der Form von Geisterspielen kommen, die wir ja auch schon am Anfang beim ersten Lockdown so mitbekommen haben. Einer, der sich jetzt fragt, ob er das überhaupt noch einmal erleben wird, mit Fans im Stadion richtig Stimmung zu haben, ist HSV-Neuzugang und Keeper Sven Ulreich. Der fragt sich, wie gesagt, ob seines Alters, er ist ja schon in einem etwas fortgeschritteneren Alter, ob er das überhaupt noch einmal miterleben wird. Und ja, er zweifelt daran. Er glaubt tatsächlich nicht wirklich daran, dass es dann am Ende noch einmal so kommt. Simon Terodde indes hat ganz andere Sorgen. Er wurde gefragt, ob er wieder zum Derby-Held werden würde. Und zwar von den Kollegen des Hamburger Abendblattes wurde er das gefragt und hat darauf geantwortet, dass es ihm gar nicht darum ginge. Er kennt schon einige Derbys. Er hat mit Stuttgart gegen Karlsruhe, mit Union Berlin gegen Hertha BSC Berlin gespielt, mit Köln gegen Gladbach. Das sei ein Derby gewesen, das ihm in besonderer Erinnerung geblieben ist. Und jetzt natürlich am Freitag das nächste Derby, HSV gegen den FC St. Pauli. Also wir hätten nichts dagegen, wenn er zum Pokalheld, wollte ich gerade sagen, zum Derby-Held wird. Allerdings sagt er selbst noch einmal, es geht ihm nicht darum, es geht darum, das Spiel zu gewinnen. Und das sei das vordergründig Wichtigste. Also, Simon Terodde, wunderbare Einstellung, genauso soll es sein. Und sein Trainer ist dementsprechend zufrieden, auch mit der Einstellung seiner Mannschaft. Bislang zumindest 5 Spiele, 5 Siege. Daniel Thun sprach jetzt vor diesem Derby noch einmal über seine persönliche Gefühlslage und vor allem natürlich auch darüber, wie er das dann am Ende der Mannschaft vermitteln wird. Der Kicker hat sich dem Thema noch einmal gewidmet und hat mit Daniel Thun hier drüber gesprochen. Kühler Kopf und heißes Herz, so sei die Faustformel für dieses Derby am Freitag von Daniel Thun, sagt er und spricht damit darauf an, dass es nicht darum gehen kann, hier Emotionen in den Vordergrund zu stellen, sondern vor allem Lösungen zu finden, einen schwierigen Gegner, einen harten Gegner wie den FC St. Pauli. Beide Trainer, übrigens der FC St. Pauli-Trainer Schulz, ebenso wie Thun, lobten die jeweils andere Mannschaft in vollen Zügen, aber jeweils geht es hier darum für Daniel Thun, dass man hier mit einem kühlen Kopf vor allem in dieses Derby geht und trotzdem natürlich noch motiviert ist. Er sprach immer davon, etwas martialisch hat er immer gesagt, dass die Spieler brennen müssten und dass die Leute von der Bank, also die Spieler, die nicht von Beginn an dabei sind, dass diese Spieler dann am Ende auch ihre Spieler auf dem Platz ein wenig anzünden müssten. Einer, der das ein bisschen versucht hat, indem er ein bisschen provoziert ist, Lasse Sobig. Lasse Sobig kennt ihr wahrscheinlich auch noch vom HSV. Lasse Sobig hat sich mit der Morgenpost unterhalten und hat mit der Morgenpost gesprochen und hat gesagt, er glaubt daran, dass der FC St. Pauli dieses Derby gewinnen würde, zum dritten Mal in Folge dann dementsprechend. Er sprach von einem knappen 3-2-Sieg, den er vermutet für den FC St. Pauli. Ich habe in meinem Tipp gleich mal gegengesetzt, 3-2 für den HSV. Aber er sagte auch, der HSV habe die Qualität, um am Ende dann aufzusteigen. Da könne er diese Niederlage im Derby verkraften. Ich muss sagen, ich nehme lieber beides. Also Derby-Sieg und Aufstieg. Entschuldigung. In die Armbeuge husten, jetzt wichtiger denn je. Ja, einer, der wirklich glücklich sein kann, weil er jetzt endlich etwas gefunden hat, wo er wieder richtig zuschlagen kann, ist Kyriakos Papadopoulos. Kyriakos Papadopoulos, das hatte der Transfermarkt gestern schon verkündet, hat sich einem kroatischen Club, nämlich Lokomotive Zagreb, anschließen können, hat jetzt also endlich einen neuen Arbeitgeber gefunden. Heute lieferte die Mopo da noch einmal die Gründe danach. Und dafür nach und sprach davon,
dass es da Personalnot bei den Kroaten gegeben habe und dass er dann dementsprechend als Feierspieler natürlich eine gute Lösung darstellen würde. Also Kyriakos Papadopoulos wünschen wir auf diesem Weg nur das Allerbeste, soll er dort wirklich sein Glück finden. Er musste lange aussetzen, lange warten, bis er endlich wieder eine neue Herausforderung finden konnte und die hat er jetzt in Kroatien. Also, wir melden uns natürlich, und das ist gar nicht mehr lange hin, schon in einer Stunde wieder mit dem nächsten Beitrag unsererseits und zwar mit dem Blog und werden uns natürlich auch dort noch einmal mit den beiden Mannschaften vor dem Derby beschäftigen und werden dann natürlich auch morgen mit dem Morning Call wieder bei euch sein und werden dann den Tag über natürlich alles zusammenfassend wieder in unserem Newsticker haben, was ihr wissen müsst vor diesem Derby. Und bis dahin wünsche ich euch erst einmal alles, alles Gute. HSV, was geht ab? Meldet sich ab und wir sind morgen wieder für euch da. Bis dann. Ciao.